Tagchen, ihr Lieben, herzlich willkommen. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Es gibt heute die vorerst letzte Produktpräsentation und es handelt sich um Glitzer. Glitzer in allen Variationen. Ich habe mich dafür entschieden, dass ich das Glitzer benutze, weil das sehr gut kommt für meinen Nagelkanal. Ich kann das Glitzer für die Nägel aufbrauchen. Es dient aber noch zum anderen Zweck und zwar für Festivalsachen. Jetzt steht zum Beispiel das Oktoberfest an. Und gut, ich bin jetzt nicht gekleidet für ein Oktoberfest. Ich bin gerade ein falsches Beispiel dafür. Mir fehlt das Dirndl. Andere sind da hellauf begeistert und feiern das mit. Natürlich kann man sich damit Hauttattoos machen. Ich sehe jetzt wahrscheinlich so aus, als würde ich gerade irgendwie in die Gruft die Lounge gehen oder so. Keine Ahnung. Es ist hier wirklich schweinekalt, deswegen musste ich eine Jacke überziehen. Und ich kann jetzt ja auch nicht mit einem Parka sitzen. Würde noch bekloppter aussehen. Ich präsentiere jetzt erstmal die Körpertattoos, entweder für die Disco oder wie gesagt für Straßenfestivals, für das Oktoberfest anwendbar, für Kindergeburtstage. Sucht euch einfach was aus. Es muss ja auch nicht immer irgendwie ein Anlass sein. Es gibt auch Menschen, die kümmern sich nicht darum, was andere sagen oder was andere denken. Die laufen tatsächlich auch im Alltag damit so rum oder für Promotion. Kann ja auch sein, fällt mir gerade so spontan ein, wenn man irgendwo eine Hostessenarbeit macht oder so, damit das Ganze so ein bisschen ein Glam kriegt. Das ist die Packung. Wie gesagt, hinten kommt dann noch ein Nagelvideo für die Nagelfreunde, damit man den hauptsächlichen Grund bei mir sieht, denn ich schminke mich selten mit Glitzer-Tattoos. Obwohl ich es eine süße Sache finde, wenn man dann wirklich so eine Feste macht, ne? Also ich denke mal, in meinen Love Parade-Zeiten hätte ich das wahrscheinlich auch benutzt, aber da hatte ich es noch nicht. So, dieses Set besteht aus 11 Glitzer und 4 Geltöpfe. Dass die Glitzer jetzt verkehrt rum in der Packung stehen, hat den Grund, damit ich erkenne, welche Farbe dort drin ist. Und 4 Geltöpfe, die wurden geprüft. Ich schreibe euch das jetzt auch kurz rein. Das waren so diese typischen Abkürzungen, damit das durch die KVO geht, das heißt, damit es hautverträglich ist. Und problemlos anwendbar. Ich hatte bei meinem Nagelvideo gestern erzählt, dass es ein bisschen nach Blume oder Zitrone, ich weiß es nicht mehr. Ginseng, kann es sein? Ich weiß es nicht mehr. Auf jeden Fall schreibe ich es euch hier rein. Da sind also null Bedenken, dass man Angst haben könnte. Da sind irgendwie chemische Stoffe untergemischt, die Hautirritationen oder Allergien auslösen. Wir haben 1, 2, 3, 4, 5 Reihen A3, sind 15 Töpfchen. Und von unten seht ihr, es sind nicht alles Glitzertöpfe. Wir haben Purple, also Lila oder Violett, Grün. Hier sind sogar Herzchen bei, ein bisschen Velvet-Pulver, also so Teppichflusen. Dann hier wunderschöne kleine Stripes mit Pailletten. Also ich liebe, wenn ich ehrlich bin, diese Glitzer, wo große, kleine, mittlere Partikel sind, weil das eben so einen schönen Glitzereffekt nochmal hat. Wenn man da so pulveriges zwischen groben Pailletten hat, sieht das ganz, ganz toll aus, gerade unter einer Modellage. Da kommt die 3D-Optik nochmal richtig schön zum Vorschein. Hier haben wir nochmal ein pinkfarbenes mit Herzchen. Alles schön verpackt gewesen, auch sicher, es ist hier kein Döschen kaputt gegangen. Ich habe mir überlegt, natürlich für ein Oktoberfest oder generell Festivals passt so ein Symbol Herz immer. Muss ich auch sagen, kann ich wahrscheinlich am einfachsten zeichnen. Es sind nämlich kontraweise, muss ich dazu sagen. Ich habe gesagt, ich bin ehrlich bei so Sachen. Es sind keine Schablonen dabei, also Templates. Es fehlen einfach Schablonen und da ist es so ein bisschen gefragt, ein bisschen kreativer zu sein. Deswegen könnte man sich was ausdrucken und das dann vorzeichnen. Ich habe auch überlegt, mache ich das Glitzer zuerst in den Geltopf, dann ist aber ein Geltopf schon versaut. Wenn ich nur 4 habe, dann was ist mit dem Rest, wenn ich den nicht verbrauche? Von daher bin ich dann als Schlaumeier an meinen Nageltisch gegangen und habe hier so 2 kleine Döschen gefunden. Man kann das auch auf Alupapier anmischen und sich wirklich nur eine minimale Menge wegnehmen, damit man nichts verschwendet. Also wirklich nur so viel aus dem Topf entnehmen, dass man dann noch den Rest für andere Festivals benutzen kann. Hier kann man sogar, wenn man das anmischt,
die Deckel drauf machen. Ja, sind verschraubbare Deckel. Dann habe ich mir als Unterlage eine Haushaltsrolle, also drei Papiere hier drunter gepackt unter dem Glitzerkasten, weil wenn man die aufdreht, kommt einem doch schon ein bisschen mehr entgegen, aber das ist normal, habe ich bei Nagelglitzer genauso. Ich habe hier noch ein Auge klebt dran, von wegen mit den Nägeln verletze ich mich, mit dem Spatel schaffe ich es auch. Natürlich kann man auch irgendwas nehmen, kleinen Löffel oder ja nichts oder einfach irgendwas, womit man das Glitzer aus dem Tiegel rausholen kann. Ach so, ein Pinsel, natürlich, ihr braucht irgendwas, womit ihr das Ganze dann auftragen könnt. So, ich fülle mir jetzt erstmal von diesen Geltöpfchen, die sind auch wirklich sehr gut verschraubt. Moment. Also es ist ja schön, damit es beim Transport nicht ausläuft. Wie so eine Parfümkontrolle, schon fast neutral, aber auf jeden Fall kommt einem nicht dieser Chemiegeruch entgegen. Und ich nehme mir jetzt hier so nach Gefühl ein bisschen, das ist so eine Art Klebegel, trocknet ziemlich schnell an der Luft und ich habe mir jetzt hier zwei so eine Mengen genommen. Mach das hier in meinen Tiegel rein, dass ich wirklich minimal hier drin habe und entscheide mich beim Herzen natürlich für die Farbe Rot. Hier hat man sogar, waren hier auch Herzen drin? Ich weiß es nicht. Doch, hier waren goldene Herzen drin und ich würde, bevor ich den Deckel öffne, von oben rauf klopfen. Link ist dann in der Infobox, falls jemand was sucht für Nägel oder Haut. Und dann sieht das Ganze so aus. Ich werde mir 1:1 Glitzer und Gel hier reinmischen und werde dann beim Umrühren sehen, wie die Konsistenz ist. Natürlich könnt ihr das Ganze, also ich wusste jetzt nicht, wie ich es alleine hinbekommen soll, ihr könnt das mit Gel vorzeichnen und dann mit Glitzer eben auf der Haut bestäuben, bepudern, vielleicht mit einem größeren, unbrauchbaren Pinsel vom Kosmetikbereich so rauftupfen und dann wegpusten. Aber die Technik, die war mir irgendwie, da hätte ich Angst, dass mir viel mehr Glitzer daneben geht, als wenn ich das jetzt so schon fertig anrühre und weiß, ich möchte ein rotes Herz haben. Also ich gehe jetzt irgendwo abends aus oder in eine Disco oder bin irgendwo gebucht, ja. Hallo, ich bin Türsteher oder möchte als Türsteher nett und freundlich aussehen. Also, was ist das für ein Beispiel vor die Selekteurin? Also einfach nur, ich gehe zu einer Party. So, jetzt ist es für mich natürlich extrem schwer. Nee, geht gar nicht, sage ich euch. Also wirklich schön nah an einen Spiegel setzen. So, die Kunstbombe bin ich jetzt nicht. Ich werde das Ganze mal im Schnellraffer machen. Ansonsten schlaft ihr mir ein. Es ist nicht einfach nur rot, sondern es schimmert lila, es schimmert gold. Und ja, manche sind ja auch selbstständig vielleicht. Und wenn man so auf Kinderfesten ist, also jeder, der jetzt einschaltet und mich noch nicht kennt, wo geht sie hin? Ja, also dadurch, dass ich ja drei Kinder habe, haben mich meine Jahre auch natürlich zu Kinderfesten begleitet, ne? Also hat mich ja gefreut, war eine schöne Abwechslung. Man kommt sich noch nicht so erwachsen vor und hat immer eine Ausrede, da mitmachen zu dürfen. Und da sitzen ja auch Leute, die den Kindern eine Freude machen und dann so eine Hauttattoos malen und das so als Highlight. Ist doch ganz süß. So, hier ist mir. Ja, ich würde das so lassen. Und man sieht auch, die Menge, die war völlig ausreichend. Ist schön,
und ist nicht so flach. Also man sieht da wirklich, als hätte man so einen 3D-Sticker raufgemalt. Ich habe jetzt das Mischverhältnis 1 zu 2 gemacht, also einmal Gel und zweimal Glitzer. Und guck mal, ob das auch geht. Funktioniert sogar fast noch besser. Also dann würde ich die Teile eventuell gar nicht 1 zu 1 anmischen, weil kontraproduktiv ist auch hier, ich hatte keine Anleitung. Und habe das jetzt nach Gefühl gemacht. Also die Templates, also die Schablonen und Anleitung sind hier nicht. Finde ich ein bisschen schade. Aber an sich, wenn man kreativ und Ideenreichtum hat, kommt man somit auch weiter. Der einzige Pluspunkt, der es hier wirklich rausreißt, sind diese verschieden gemischten Glitzerpartikel, die mir wirklich super gefallen, was man ja auch dann bei den Nägeln sehen wird. Ja, und nehmen wir mal an, wir sind hier auf so einem Indie-Trip. Dann könnte man sich auch hier so ein Pünktchen machen. Ich weiß jetzt nicht, wie groß die sind. Oder könnte sich dann hier... Also wenn man gerne ein Piercing tragen würde, würde mir dann die Option eventuell einfallen. Komme mir gerade selber ein bisschen bescheuert vor. Nehme hier ran, das sieht ein bisschen aus wie Rotze. Mach mal wieder. So, hier diesen Medusa. So. Und schon sind wir durchgepierst für einen Abend. Also es ist eine niedliche Sache, man kann es nicht abstreiten. Man kann sich ja auch diese Mandalas, wenn man wirklich megamäßig Geduld hat und dann diese Streifen hier einfach quer, finde ich auch gut, wenn man irgendwo zum Fest geht, dass man sich hier so eine Dekolleté-Streifen einfach setzt. Sieht dann immer so leicht kriegermäßig aus, aber eben eine schöne Glitzeroptik. Ja, das ist ganz süß. Ja, das wäre das Beispiel. Ich könnte jetzt unendlich viele Sachen anmischen. Ich könnte mir noch eine Brezel malen, einen Bierkrug mit den Farben fürs Oktoberfest, mit Blau und... Oh, scheiße, ihr wollt es nicht sehen. Ich bin mit dem Nagel in dem Topf, in dem glitzernden Topf hängen geblieben. Das war auf meinem Knie. Naja. Hey, was soll's? Man muss alles mit Humor nehmen. Was bringt es, sich jetzt darüber aufzuregen? Aber das Gute ist, alles Schlechte ist für was Gutes. Auch hier wieder. Was weg muss, muss weg. Eine Haushaltsrolle, also Haushaltstücher. Und da das Glitzer. So viel, wie ich jetzt dachte, auf dem Knie. So schlimm ist es gar nicht. Aber hey, wer Nägel macht, der kennt auch das. Wie oft hauen wir uns die Silbertiegel um die Ohren am Tisch. Also da, ich habe hier fast alles wieder drin. Also, Sachen könnt ihr damit auch verzieren. Ah, ohne Spaß. Ich hatte schon dran gedacht, meinen irgendeinen Pinsel mit Swarovski-Steinen zu besetzen. Da kam mir den einen Tag wirklich die Blitzidee. Ich hatte richtig Lust, meinen Lieblingspinsel mit Swarovskis zu besetzen, damit der schön funkelt und damit das irgendwie was Besonderes ist. Und damit kann man auch zum Beispiel Handyhüllen befüllen. Das habe ich jetzt aber nur auf dem Link gesehen bei Amazon, wo mir das zugeschickt wurde. Oder Schuhe, glaube ich, auch. Aber ich würde es natürlich nicht so belassen, sondern bastelfreudige oder kreative Leute unter euch, die wissen, dass man das irgendwie mit Versiegelungslack, da gibt es, glaube ich, auch im Bauhaus oder beim Bastelladen so Versiegelungssprays, die das wirklich dann mit der Oberfläche zusammen verbinden und auf gar keinen Fall nur bekleben und so lassen, weil dann bleibt der Glitzer 100 oder das Glitzer 100%ig immer wieder kleben. Ich sehe aus wie ein Schwein. Ich finde es süß, habe jetzt die Möglichkeiten, die für mich in Frage kommen würden, gezeigt. Bin jetzt hier indisch unterwegs. Ich finde es gar nicht so hässlich, also eigentlich ganz süß. Wünsche euch einen super schönen Tag. Danke fürs Zugucken. War nicht für jeden irgendwas dabei heute. Aber jetzt im Anschluss das Nagelvideo. Macht es gut, bleibt gesund. Bis bald. Ciao, ciao.
minimale Mikrobeispiele. Ihr werdet wahrscheinlich unter euch viel kreativer sein als ich. Die Kante würde natürlich noch wegkommen, ne? Das jetzt bitte nicht beachten, sondern nur als Beispiel, wie man das Ganze aufpimpen könnte. Ja.